Herzlich willkommen zu unserer Vorlesung an unserer Mini-Online-Universität. Ich war Drosten, Wieler und Lauterbach. Wir haben alle doch mitgemacht oder machen immer noch mit. Anstatt für GWÖ, GWO, GWL zu kämpfen, für die Gemeinwohlökonomie, gemeinwohlorientierte Wirtschaftsordnung nach den Next Scientists for Future oder Gemeinwohllobby, die neue Verfassung, die die ganzen Skandale wie Schweinegrippe, Vogelgrippe und so weiter unmöglich gemacht hätten. Ja, also wir waren doch alle Mitläufer in diesem System. Ich doch auch, ja. Und heute wollen wir mal, ja, ich gehe erstmal auf die Homepage ganz kurz und erst einmal hier unten an dem rundlichen Ding die Geschwindigkeit schneller drehen, da ich ja so langsam spreche. Schluck Wasser. Heute werde ich auch einen Schnelldurchlauf machen, wie die Welt funktioniert, was wir alle leider nicht in der Schule gelernt haben, wo also der Riesenbildungsmangel ist, weswegen alles so schief läuft, weil wir uns nicht verstehen, die Welt nicht verstehen. Ja, also ich war Drosten, Wieler, Lauterbach, ja, also hier. 700 Euro im Monat mehr, das verweist auf das Wirtschaftswunder, das durch die GWO, die gemeinwohlorientierte Wirtschaftsordnung der Next Scientists for Future, für jeden Arbeitnehmer netto steuerfrei pro Monat ungefähr drin ist. Und das Entscheidende ist also sozusagen hier, Selbsterkenntnis ist halt der einzige Weg der Besserung. Ich selbst habe erkannt, wie ich mitgemacht habe im System, unfreiwillig, wie ich sozusagen Lobbyist wider Willen war durch die vorteilbringenden Irrtümer der Nahrungssparten und Mediensparten. Das werde ich gleich genau erläutern. Und ja, und dann daraus resultieren dann alle weiteren Erkenntnisse, wie zum Beispiel Gesellschaft kann eben nicht funktionieren ohne positive Anreize, ohne die Stiftung Warentestisierung. Ja, aber gut, dann lege ich mal los. Hier. Also, wir haben alle mitgemacht. Also, ich versuch's immer kürzer, jedes Mal noch kürzer. Milliarden Jahre, das müsste dann das hier sein. Vor 13,8 Milliarden Jahren Urknall, vor 10 Milliarden Entstehung der Galaxien ungefähr, alles grob ungefähr, vor 5 Milliarden Jahren Entstehung unseres Sonnensystems, vor circa 3,5 Milliarden Jahren Leben auf der Erde sozusagen beginnt und dann vor 65 Millionen Jahren ungefähr das Aussterben der großen Dinosaurier, der Aufstieg von uns Säugetieren beginnt und vor 13,8 Millionen Jahren beginnt dann die Menschheitsevolution im engeren Sinne und vor 5 Millionen Jahren wohl ungefähr der aufrechte Gang abgeschlossen, müsste das gewesen sein. Dann hier vor 4 Millionen Jahren müsste der Umbau des Sozialsystems abgeschlossen sein, der Rückgang der Eckzähne gewesen sein, der Rückgang der Eckzähne, also der urmatriarchale pazifistische Bonobo-Schenker-Kommunismus dürfte sich evoluiert haben, parallel und als Höherentwicklung dessen, was die Bonobos sozusagen sind, obwohl wir vor 4 Millionen Jahren
eigentlich von der Gehirngröße noch mit den Bonobos vergleichbar waren. Also wir waren quasi die Savannenvariante der Bonobos damals, ne? Und dann vor 2,5 Millionen Jahren die Erfindung der Technik, die ersten Steinmesser und Steinhämmer. Vor 2 Millionen Jahren gleichten sich dann der Rückgang des Geschlechterdimorphismus, vor 1,7 Millionen Jahren ungefähr irgendwie der Fellverlust. Also wir bekamen eine nackte, schwitzende Haut zur Kühlung in der Savanne und wir waren alle Schwarzafrikaner, also alle, wir sind alle Schwarzafrikaner, nur haben wir heute einen helleren Anstrich, aber in uns steckt alles der Schwarzafrikaner, ne? Und dann vor, 400.000 Jahren die Erfindung, die uns allen das Genick gebrochen hat und die uns alle zu Mitmachenden gemacht hat. Und sozusagen nämlich die Erfindung von Tausch, Handel, Markt- und Arbeitsteilung, also Ferntauschhandel, eine völlig neue Interessenslage, die zu einer völlig neuen Evolution führte. Und dann haben wir jetzt hier noch die 100.000 Jahre, also vor 400.000 Jahren. Vor 300.000 Jahren, ein Professor sagt, der Ferntauschhandel, der Long Distance Trade sei schon vor 300.000 Jahren erfunden worden. Professor Friedemann Schrenk gibt eher die 140.000 als Erfindung des Ferntauschhandels an. Und ja, vor, dann müsste das ja hier sein, 200. 1000 Jahren, 170.000 Jahren ungefähr, eventuell der Beginn von Schamanismus, Erfindung des Frühärztetums sozusagen, Frühhändler, Frühärzte. Sie sehen, eine riesig lange Evolutionszeit hatte die Gesundheitssparten, hatten die Gesundheitssparten Zeit, all ihre vorteilbringenden Irrtümer zu evaluieren, mit denen sie uns riesige Schäden zufügen und an unser Bestes kommen, nämlich an unser Geld. Schluck Wasser. Und dann vor, ja, 10.000, vor 40.000 Jahren wohl das Maximum der Gehirngröße mit angeblich 1,5 Liter durchschnittlicher Hubraum des Gehirns, da, ab da Degeneration, weil da dann auch in dieser Zeit wohl auch Geld erfunden wurde und auch es langsam so anfing mit den Erfindungen von Ackerbauvieh und Viehzucht, die dann vor 10.000 Jahren wohl so ihren Höhepunkt hatten. Und dadurch wurde unser Leben weiter zerstört, weil jetzt die Frühhändler uns immer mehr giftige Nahrung gebracht haben und das ganze Tauschhandelsspiel sich mit dem Geld natürlich wahrscheinlich alles nochmal beschleunigt hat. Aber Geld ist nicht die Ursache. Die Ursache ist also vor 400.000 Jahren, dass wir Menschen nicht begriffen haben, dass Tauschhandel, unkontrollierter Ferntauschhandel uns alle ruinieren würde, dass wir den kontrollieren müssen durch starke positive Anreize, durch die Stiftung Warentestisierung, aber gut, dazu waren wir eben nicht in der Lage. Ja, also nochmal kurz die Menschheitsevolution vor 13,8 Millionen Jahren, vor 4 Millionen Jahren hier, der Verlust der Eckzähne, das neue Sozialsystem, urmatriarchaler, pazifistischer Bonobo-Schenker-Kommunismus. Und vor 2,5 Millionen Jahren die Technik, dann 400.000 Jahren die Erfindung, die den Aufstieg der Menschen abflachte, dann vor 40.000 Jahren immerhin noch das Gehirngrößenmaximum, aber die Zerstörung unserer aller Lebens durch die Erfindung des Ferntauschhandels bricht uns das Genick. Jetzt haben wir nur noch 1,35 Milliliter
Gehirndurchschnitt, die Menschheit wird immer dümmer, immer unfähiger, immer primitiver, wird immer mehr degenerieren und irgendwann werden wir alle so kränklich sein, dass wir alle im Rollator nur noch dahin schleichen, weil die Erfindung des Ferntauschhandels uns alle ruiniert. Was hat uns bloß so ruiniert? Ja? Und wie lief die Evolution sozusagen? Die ersten Frühhändler und Frühärzte der Evolution lebten noch in der Wahrheit, haben dadurch aber nicht viel verdient, weil sie gesagt haben, lebt nur weiter eurer glücklichen Bonobo-Schenker-Kommunismus und ernährt euch so naturbelassen wie bisher. Ich unterstütze euch als Händler, nur ich liefere euch absolut naturbelassenes Zeug. Ich greife nicht ein in die Natur und glaube nicht, dass ich es mit Ackerbau und Viehzucht besser machen könnte, als die Natur es kann. Schluck Wasser. Damit macht man nicht viel Umsatz und dann irgendwann kommt nach dem Naturgesetz von Mutation und Selektion, kommt es ja eben nicht nur zu genetischen Irrläufern und Irrtümern, sondern auch zu memetischen Irrtümern, also errare humanum est, der erste Früharzt und Frühhändler, der sich irrt und der sagt, ja, ach, ist das ekelhaft, euer Bonobo-Schenker-Kommunismus, dieser ständige Körperkontrakt, das macht euch doch krank, das ist ja ekelhaft, widerlich, hört auf damit. Und nein, ihr könnt auch meine und völlig denaturierten modernen Nahrungsdinge kaufen und außerdem, wenn ihr gesund bleiben wollt, da gibt es so winzige Dinger, so Mikroorganismen und Mikroben, die sind die absoluten Killer. Der Lebensstil und der Ernährungsstil und Bewegungsstil, das spielt alles keine Rolle. Ihr müsst einfach nur bei mir kaufen, Chemotherapien, Operationen, Impfungen, Tests, Masken, Bestrahlung, was auch immer, kauft, 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 Leute, nur dann werdet ihr gesund sein, rennt in die Apotheken und kauft und so weiter. Ja, und da der Mensch nun mal das suggestibelste und vertrauensseligste Lebewesen der Erde ist, haben wir das alles geglaubt und dadurch hat dieser Früharzt und Frühhändler richtig gut verdient, der gar nicht, der geht pleite nach ein paar Generationen, aber der sich Irrende mit seinen vorteilbringenden Irrtümern, der kann hier drei leibliche Enkel ernähren, vier leibliche Urenkel, findet geistige Schüler und Nachahmer und Auszubildende und hier wird dann auch eine Universität gegründet und dann lernen alle, wir alle, wie man wie Drosten-Wieler und Lauterbach denkt und wir alle, und ich war eben im Bereich der Psychotherapie an der Universität ausgebildet, in der klinischen Psychologie und so weiter und im Ärzteausbildung zu Psychotherapeuten. Ich war eben auch Drosten-Wieler und Lauterbach. Ich habe die vorteilbringenden Irrtümer meiner Gesundheitssparte gelernt, habe damit gutes Geld verdient und habe aber den Menschen genauso Schaden zugefügt, wie das jeder andere macht im Gesundheitswesen. Denn ich habe erst später eben begriffen, dass wir alle nur dazu da sind, die Menschheit so krank wie möglich zu machen, auf dass wir so viel wie möglich verdienen können an dieser krank werdenden und krank bleibenden und krank gemachten Menschheit und sozusagen in den Gesundheitssparten, dass wir alle davon leben, dass die Nahrungssparte uns so gute Dienste macht, denn aus Profitgründen sorgt die Nahrungssparte dafür, dass immer billigere Zutaten benutzt werden bei den Kunstprodukten, die uns als angebliche Nahrung verkauft werden. Und diese immer billiger werdenden Stoffe werden auch immer giftiger und immer gesundheitsschädlicher und dadurch kann dann die Gesundheitssparte sozusagen auch noch von all denen leben, die durch krankmachende Ernährung, krankmachenden Lebensstil, krankmachende Suchtneigung
Ja, dadurch, dass uns also unser Bonobo-Schenker-Kommunismus geraubt wurde, durch die vorteilbringenden Irrtümer, durch die Gehirnwäsche, die damit verbunden war, vorteilbringende Irrtümer, irrationale Kognitionen, parasitäre Meme, Killerviren des Geistes, das können Sie alles als ähnliche Worte vernehmen, ja. Wir wurden alle infiziert weltweit und die Nahrungsindustrie macht uns ganz direkt krank und die Ärzte, also die Gesundheitssparten vertiefen dann dieses Krankmachen und Krankheiten noch, sodass wir eben richtig Geld bringen. Ne? Und die Lösung ist natürlich ganz einfach. Man hätte hier von Anfang an positive Anreize setzen müssen. Man hätte den Früharzt und Frühhändler messen müssen. Und das müssen wir dann heute halt jetzt noch machen, wo wir es endlich kapiert haben, wissenschaftlich. Wir müssen belohnen nur noch für bewiesene, alle Sparten der Gesellschaft nur noch für bewiesene Förderung von Wohlfühlen, Gesundheit und Langlebigkeit. Und bei Behörden auch noch von Wohlstand der Bevölkerung und der Kunden, Mitarbeiter und Anwohner. Und wenn wir so positive Anreize setzen und dann im Sinne einer Stiftung Warentestisierung, Leistungsranglisten von Politikern, von Journalisten, von allen Sparten der Gesellschaft entstehen, dann haben wir endlich Tauschhandel, Markt und Arbeitsteilung nicht mehr als Schädiger der Menschheit, sondern als Helfer und Diener der Menschheit. Ja? Ja, das heißt also, wir müssen uns ganz klar sein, hier die gefährlichsten Sparten der Welt sind die Sozialsparten, weil die davon leben, möglichst viel Elend in aller Welt zu erzeugen. Dazu gehören auch die NGOs, die wir im Verdacht haben, eben die schrecklichsten Sparten der Welt zu sein, die sozusagen also quasi, wo die Geschäftsführer nur dann richtig Geld verdienen, wenn alle Menschen spendenbereit werden, indem ihnen ständig dargestellt wird, wie groß das Leid der Tiere, der Natur und der Menschen in der dritten Welt ist und wie sie dort all gelitten wird und also quasi die Sozialsparten und NGOs erzeugen möglichst viele Arbeitslose, möglichst viele Sozialfälle, möglichst viel Leiden in der Welt, auf das alle sich daran dann bereichern können in der ja, durch die Spenden oder in der Betreuung der Sozialfälle und so weiter. Und die Gesundheitssparte ist bestimmt die zweitgefährlichsten Sparten der Welt. Und da habe ich mitgemacht. Ich war auch Drosten, Wieler und Lauterbach im Felde der Psychotherapie. Und die Nahrungssparte zusammen mit den Mediensparten, die haben mich krank gemacht, das werde ich gleich noch zeigen. Und so können wir hier alle Sparten aufweisen. Dort sind die spartenfreien Menschen, zum Beispiel kleine Kinder, die noch keiner Sparte angehören, wie ich es auch eins war. Und ja, und so und alle fressen von dem Gesamtkuchen, das können wir auch als den Gesamtkuchen verstehen, und jede Sparte versucht, so viel wie möglich rauszuschlagen aus allem und erzeugt riesige Schäden. Die ganzen vorteilbringenden Irrtümer führen zu gewaltigen Schäden. Wir werden einer ständigen Gehirnwäsche all der Sparten unterzogen und ja. Und dem können wir kontern, indem wir zum Beispiel die Wohlfühlstimme als Wahlstimme einführen, indem wir Gesundheitsaufwand-Erwartungskurven für jeden Menschen eventuell errechnen und dann den tatsächlichen Gesundheitsaufwand damit vergleichen. Und dann können wir die Honorare von Praxen sozusagen und Ersatzpraxen wie alten Pflegeheimen und so weiter errechnen. Und so können wir dann also sozusagen belohnen für bewiesene Gesundheitsförderung, Krankheitsverhinderung und so weiter. Über all die anderen Sachen kann man diskutieren. Die Steuer- und Abgabenleistung brauchen wir, um die
Leistung zu messen, sozusagen, ob ein Lehrer uns Schaden zufügt und die Idee, dass es reichen würde, wir würden all diese Systeme nur verstaatlichen und den wirtschaftlichen Einfluss irgendwie rausdrängen aus den verschiedenen Sparten, das allein wird nicht ausreichen, um wirklich positive Ergebnisse zu bringen, denn wir kennen das alle, dass der Beamtenschlaf ist ja sprichwörtlich. Also dann haben wir ein Gammelsystem. Schließlich ist der Irrweg, dass man alles privatisiert, ja aus der Idee heraus entstanden, dass man sagte, irgendwie braucht man eine gewisse Leistungsanreize, damit die Leute auch wirklich was tun, damit sie nicht alle dem Beamtenschlaf unterliegen. Aber man hat das eben bisher nicht richtig gemacht, sondern ich habe es ja eben geschildert, wir müssen die Gesundheitswirkung und den Gesundheitsnutzen und so weiter von allen Sparten messen und dafür dann unsere Belohnungen ausschütten. Schluck Wasser. Zum Beispiel Verdienstzuschüsse und Karrierechancen. Ja? Ja, und einer der größten Irrtümer aller Sozialsparten und NGO-Sparten, sie predigen uns ihren größten Vorteil bringenden Irrtum. Alle Neugeborenen sind gleichermaßen Genies. Die Evolution, nein, die Evolution ist kein Ungleichheitserzeuger, nein, überhaupt nicht. Es gibt nicht Kinder mit großen Gehirnen, Kinder mit kleinen Gehirnen und so weiter. Und es ist deswegen auch völlig egal, wer die Kinder kriegt. Also auch die Hauptschulabbrecherin kann die Kinder bekommen, denn die Kinder werden ja alle Genies werden und werden ja alle wertvoll wie Gold für unsere Wirtschaft sein. Die Wahrheit ist genau das Gegenteil. Wir müssen gucken, dass wir in diesem Bereich der klugen Frauen wieder ein paar Kinder bekommen und hier möglichst überhaupt keine Kinder und keinen Zustrom und so weiter. Und wir brauchen aus aller Welt Leute von hier, die für die klügsten und besten und fähigsten aus Schwarzafrika oder sonst wo brauchen wir, damit sie in unseren Genpool auffrischende gute Gene einbringen. Aber und wer das nicht bedenkt, der macht, ruiniert Deutschland weiterhin. Und Deutschland ist ja sowieso schon am Kaputtgehen, weil wir immer weniger leistungsfähig werden. Also unsere Autos werden immer schlechter, weil immer weniger kompetente Konstrukteure da sind und so weiter, weil wir eben hier kaum noch Kinderzustrom bekommen und wir hier den größten Kinderzustrom kommen. Aber das ist ein vorteilbringender Irrtum für die Sozialsparten, weil sie alle sich bereichern an der Verwaltung dieser Armee der Unfähigen, die nie ein Bein auf den Boden kriegen, die dauerarbeitslos bleiben und weil sie einfach zu inkompetent sind, um an einer hochmodernen Gesellschaft überhaupt mitwirken zu können. Ja, und hier kann ich noch mal deutlich machen, hier Schluck Wasser. Als Kind, als kleines Kind, als ich noch zu dieser Sparte hier gehörte, als ich dieser hier war, habe ich zum Beispiel hier, haben meine Eltern mir durch Vielfältiges signalisiert, dass Körperkontakt zu anderen Menschen irgendwie schlecht, böse, gefährlich ist. Und ich als braves Kind habe das natürlich aufgenommen, war deswegen entsprechend verklemmt. Hab mich nicht dran getraut an die Mädchen in der Schule, in die ich alle verliebt war. Dadurch entwickelte ich eher als Ersatzbefriedigung esssüchtige Tendenzen und sozusagen. Aber nicht nur meine Eltern haben mir sozusagen die Körperfeindlichkeits-, also die vorteilbringenden Irrtümer, dass Körperkontakt irgendwie unheimlich ist, in den Kopf gedrängt, in den Kopf gebracht, sondern auch die hier die
Mediensparten, also hier die Mediensparten, hier die Nahrungssparte, also die Nahrungssparte profitiert davon, wenn immer mehr Menschen esssüchtig werden. In USA sind sie schon so fett und übergewichtig, ja, und essen, fressen immer noch weiter und die Nahrungssparte verdient immer noch weiter. Und die Nahrungssparte gibt Milliardengelder in Form von Werbespots an die Journalistensparte und die Journalistensparte, die bringen Soap-Operas und Spielfilme, die uns alle wieder einbläuen, Körperkontakt ist irgendwie schlecht, böse und gefährlich und erzeugen dann uns alle als Alkohol, Zigaretten, Süßigkeiten, esssüchtige Menschen, die den ganzen Tag mit dem Gewicht kämpfen und mit der Zunahme kämpfen. Ich kämpfe zwar relativ erfolgreich dagegen, aber ich kämpfe jeden Tag ununterbrochen gegen jedes Gramm, gegen diese Esssucht in unsere Welt. Und so dass man sagen kann, dass meine Eltern waren schon manipuliert durch die vorteilbringenden Irrtümer der Nahrungssparten, die multipliziert wurden von den Sendungen der Journalistensparten. Und wir müssen deswegen auch die Journalisten durch positive Anreize belohnen, quasi Beispiel. Wer die Tagesschau guckt, wer häufiger die Tagesschau guckt, diese Gruppe wird verglichen mit der Gruppe, die häufiger heute schaut. Und wenn es den typischen Heute-Zuschauern vom Wohlfühlen, Gesundheit und Langlebigkeit, die sich besser entwickeln als die typischen Tagesschau-Zuschauer, dann kriegen eben heute die heute Verdienstzuschüsse, die Tagesschau-Mitarbeiter keine, sodass dann die Tagesschau irgendwann pleite geht, weil wir das Ganze dann auch irgendwie irgendwann privat machen sozusagen, also keine staatlichen Unterstützungsgelder, die staatlichen Gelder nach und nach ausblenden. Und dann werden überall die Journalisten überleben und die Medien überleben, die unser Leben besser machen durch Wahrheiten und nicht wie bisher unsere Gehirne anfüllen mit all den vorteilbringenden Irrtümern. Und dazu, damit sie uns Wahrheiten bringen, müssen sie uns natürlich auch immer die andere Seite, Audiatur et altera pars, es möge gehört werden, auch die andere Seite, das wird natürlich dann zum Grundprinzip und die ganze Demokratisierung. Ja, also insofern, ja, gehe ich mal weiter. Ja, und dann einer der größten Irrtümer ist, dass dieses Feindbild, dieser Hass auf die Milliardärskönige, Journalistenkönige, Politikkönige, das ist völlig falsch. Wir sind alle Mitmachende, auch ich. Ich war Drosten, Wieler und Lauterbach und jeder von uns spielt, hat irgendwo mal mitgespielt in diesem Spiel. Und wir alle sind voll von vorteilbringenden Irrtümern der verschiedenen Sparten und sind Lobbyisten wider Willen und so weiter. Und jeder mache sich klar, wenn er mit dem Finger auf andere zeigt, weisen immer drei Finger auf einen selber zurück. Wir alle sind dieser bösartige patriarchale Raubtierkapitalismus und wir müssen die Milliardärskönige bitten zu verstehen diesen Prozess hier und müssen sie bitten, uns zu helfen, dieses Menschheitsproblem zu lösen. Es ist ein Gesamtmenschheitsproblem. Ja, und ich weiß nicht, dass ich halte es auch für möglich, dass Fridays for Future und Greta, dass das auch nur ein Geschäftsmodell zum Abkassieren der Weltbevölkerung war und ist und so weiter, weil die NGOs alle sozusagen immer eine Eigenschaft haben. Bloß darf es keine Lösung für unser Problem geben, denn dann ist ja unser Grund fürs Spendensammeln weg und dann können wir uns ja nicht mehr bereichern durch all die Spenden und können von den Spenden nichts mehr für uns abzwacken sozusagen, ja. Ja, das brauche ich jetzt nicht unbedingt. Und die Linksextremisten und Rechtsextremisten mit ihren kleinen Gehirnen, hier sind die Next Scientists for Future, die bodenständige Linke. Ja, das Verständnis der Evolution beginnt damit, dass man versteht, dass Kinder, Ungeborene hier Aussackungen unserer selbst in die Zukunft hinein sind. Also eigentlich ist das,
einfach der Vater seine Zukunft gewürzt mit hoffentlich ein paar frischen, guten Genen seitens der Mutter, beziehungsweise das ist auch gleichzeitig die Mutter in der Zukunft, gewürzt mit ein paar hoffentlich frischen und guten Genen seitens des Vaters. Aber, und das ist doch selbstverständlich, dass wir so egoistisch sind, uns selber in der Zukunft zu nähren, unsere Zukunftseintrittskarte in die Zukunft zu nähren und dass wir diese Nabelschnur dann ersetzen durch die Brustwarzen-Lippen-Verbindung. Und es gibt keinen egoistischeren Akt, als sich selber zu füttern. Und deswegen machen das Mütter natürlich auch gerne, ne? Ja, und wie gesagt, wir brauchen, also wir alle sind ja Schwarzafrikaner, weil wir vor 100.000 Jahren alle noch eine schwarze Haut hatten. Wir sind heute, haben nur heute einen anderen Anstrich bekommen. Und wir brauchen die hübsche schwarzafrikanische Gesundheitswissenschaftlerin und ihre guten Gene brauchen wir, wenn sie dann sozusagen auch mit den hier schon länger viele Generationen lebenden Männern hier dann Kinder in die Welt setzen, dann entstehen auch keine Parallelgesellschaften. Aber jedes Entstehen von Parallelgesellschaften führt sofort zur Beendigung der Aufenthaltsgenehmigung und so weiter. Und wir, Deutschland und die Welt, sollte in aller Welt bei den Krisengebieten Asylanlagen bauen und so weiter, aber alles fair. Also eine faire Geschichte. Deutschland macht immer den Vorreiter, aber USA und guckt dann, ob die anderen Staaten genauso viel pro Millionen Einwohner genauso viel Asylplätze schaffen wie sie selber. Und dann gibt es da eine kleine Einwanderungsabteilung, wo sich die schwarzafrikanische Gesundheitswissenschaftlerin bewerben kann. Und wenn sie dann einen guten Job hier in Deutschland findet, dann darf sie hier herkommen und unsere Gene auffrischen, denn es gibt nichts Gefährlicheres als genetische Verarmung durch sowas wie Reinrassigkeit oder so. Ja. Ja, da haben wir nochmal die Sparten und dann, was eben der Mainstream im Moment Schwierigkeiten hat zu verstehen, dass es eben zwar den kooperativen Anteil gibt, der auf Wahrheiten beruht, aber dass der nur winzig ist. Im Moment tut man so, als gäbe es nur, also man lebt in der Illusion, es gäbe nur den kooperativen Anteil. Die früher von allen realistischerweise geschimpfte Pharma- und Impfindustrie, die gilt jetzt als Engel und als absolut selbstlose, überhaupt nicht an Geld interessierte, selbstlose Retter der Menschheit und so weiter. In Wahrheit ist der antikooperative Anteil und die vorteilbringenden Irrtümer, das ist viel größer. Und dann gibt es noch einen kleinen Anteil mit den kriminellen Lügen. Das sind die tatsächlichen Verschwörer, die da kriminelle, bewusst kriminelle Geschäfte auf Kosten von uns machen. Aber gut, das dürften ganz wenige Prozentsätze sein. Genauso wie der kooperative Anteil nur ganz wenige Prozentsätze umfasst, umfasst auch der Verschwörungsanteil nur ganz kleine Prozentsätze der Gesellschaft. Und die Masse der Gesellschaft ist der antikooperative Anteil, der aus vorteilbringenden Irrtümern besteht, weswegen ich sage, ja, Gesundheits- und Nahrungssparten machen die gesamte Bevölkerung krank, ja. So, und dann die Machtbegrenzungskette, die wir für die Basis zusammengestellt haben hier. Das sind alles Mechanismen, wie wir eine echte Demokratie erzeugen können und wie man das gleich für alles richtig macht. Man kann überlegen, ob die bisherigen Versuche, dass die Partei, die Basis, nicht so ruiniert wird wie die Grünen. Das ist aus meiner Sicht gar nicht so unbedingt nötig, denn wenn wir die Wohlfühlstimme einführen und wenn wir die Journalisten, die Politikersparten daran messen, also eine Leistungsrangliste der 16 Ministerpräsidentinnen haben und dann jeder Wähler jederzeit sieht, welche Partei sozusagen beiträgt dazu, dass es den Menschen in den Bundesländern besser geht und welche
Regierungen eher den Menschen Schaden zufügen, dann kommt es zu rationalen Wahlentscheidungen und dann werden auch die Parteien, wird es all das nicht mehr geben. Also ab der Einführung der Wohlfühlstimme am selben Tag noch endet jeglicher Lobbyismus und jegliche Einflussnahme der Wirtschaft auf die politischen Entscheidungen, weil jede Lobbyismus geprägte Entscheidung ja das Wohlfühlen der Bevölkerung des eigenen Bundeslandes verschlechtert und damit die Wohlfühlstimmen der WählerInnen verschlechtert und dann wird so jemand nie wieder gewählt werden und auch die Partei nie wieder gewählt werden und deswegen werden alle Politiker ringen darum, die besten Experten der gesamten Welt zu nutzen. Und ja, und Vorwahlen, Mini-Volksentscheide. Also wir können das Ganze, wir können so viel demokratische Elemente hier etablieren, dass wirklich nur noch wir Wählerinnen das Sagen haben und weder Konzerne noch Lobbyisten auch nur noch einen Piep zu sagen haben in der Gesellschaft. Konzerne haben uns zu dienen, unser Leben besser, gesünder, langlebiger, glücklicher und ja, zu machen. Ja. Die Kunden, ja. Ja, und dann, man sollte bei dem Thema der neuen Verfassung, sollte man eben auch mit Studien der großen, seriösen Forschungsinstitute arbeiten, weil man dann auch aussagekräftige Dinge kriegt und man sollte denken, in Zukunft sollte jede Partei Volksentscheid Wahlprogramme machen. So, ja, hier kann man Widerstandspunkte entweder eintragen, wie beim Konten zwischen 0 und 10 oder Kreuzchen machen, je nachdem, wie viele Kreuze man bekommt. Und dann kann man hier das, weiß jeder, wenn ich die Partei wähle, kriege ich diesen Volksentscheid nach der Wahl vorgelegt mit all den kompetenten Reformkonzepten zur Auswahl, die diese kompetente Partei in der Lage war, in aller Welt zu finden. Also man wird Parteien danach wählen, wie kompetent auch diese angebotenen Volksentscheide von den Reformkonzepten, die zur Auswahl stehen, her sind. Man sieht, da ist noch sehr viel Platz, noch weitere Konzepte einzutragen. Und hier haben wir dann beginnt der Volksentscheid Verfassung. Ja, da kann man hier ist unser Vorschlag und so kann man dann den Volksentscheid der Verfassung, den sollte man durch große Wahl-, Meinungs- oder Marktforschungsinstitute von repräsentativen Wählerstichproben entscheiden lassen, alle Entscheidungen, denn es gibt nichts Schlimmeres als den Irrtum, dass man denkt, dass irgendwelche Parteimitglieder auch nur im Mindesten eine repräsentative Wählerstichprobe darstellen könnten oder die 10.000 Leute, die Gemeinwohllobby unterstützen und die neue bei der verfassungsgebenden Versammlung mitmachen, als ob das irgendetwas mit einer repräsentativen Wählerinnenstichprobe zu tun hätte, hat es wohl wahrscheinlich gar nicht. Und deswegen, was interessiert einen seriösen Journalisten, wenn ein paar, ja, sagen wir es mal hart, ein paar esoterische Sektierer sich da irgendeine Verfassung ausgedacht haben, anstatt dass darüber wirklich die Gesamtbevölkerung mitarbeitet. Man sollte in diesen Meinungsforschungsinstituten auch den Leuten die Möglichkeit geben, ihre eigenen Verfassungsvorschläge mit einreichen zu können, damit man wirklich einen Querschnitt der Bevölkerung mitwirken lässt an der Verfassung und zwar einen repräsentativen Querschnitt der Bevölkerung und nicht irgendwie, dass das ausschließlich ein paar Esoteriker an den Dingen da mitschreiben und quasi alle anderen Verfassungsvorschläge vergessen. Ne? Ja, so kann man jetzt dann hier Volksentscheid Verfassung. Ja, das war es eigentlich schon wieder, ja. Ja, und das bedeutet also letztendlich, ich war selber Drosten Bieler Lauterbach. Ich war also einmal als Kind schon Opfer der
der vorteilbringenden Irrtümer der Nahrungssparte und der Journalistensparte wurde verklemmt und dann Esssucht gefährdet. Und dann wurde ich im Studium als Superstudent ausgebildet eben zum Drostenwieler Lauterbach der Psychotherapiesparte und habe dort eben mitgemacht beim Krankmachen der Bevölkerung. Und wir haben alle mitgemacht, anstatt für die Gemeinwohlökonomie nach Christian Felber, GWO, gemeinwohlorientierte Wirtschaftsordnung der Next Scientists for Future und für die Gemeinwohllobby und ihre neue Verfassungsarbeit zu kämpfen und so weiter. Stattdessen haben wir alle das Falsche gemacht und ja, und man und diskutieren können wir gerne über auch noch über GWÖ, GWO, GWL und Gradido. Also da haben wir die 4 Gs, da können wir diskutieren, wobei wie gesagt, Vorsicht, Gradido gilt als extrem schädlich für die Volkswirtschaft. Und die Dreigliederung kann man auch diskutieren. Das ist ja eher so das Modell der Trennung, sozusagen, dass Wirtschaft rausgehalten wird aus den Bereichen, wo sie nichts zu suchen hat. Aber dieses Beamtenmäßige ist aus unserer Sicht, aus Sicht der GWO zu wenig und auch GWÖ, die Gemeinwohlökonomie von Felber, hat ja richtig erkannt, dass es Anreize geben muss, dass jemand belohnt werden muss durch Verdienstzuschüsse, bei der GWÖ heißen diese Steuervorteile, durch Steuervorteile oder Verdienstzuschüsse belohnt werden muss dafür, wenn er Gutes tut sozusagen. Allerdings muss man auch bei der GWÖ aufpassen, die hat auch sehr starke weltsozialistische Elemente, die uns auch wirtschaftlich sehr viel Schaden zufügen könnten. Muss man also alles aufpassen, aber diskutieren muss man das alles. Und ja, also, ich war Drostenwieler und Lauterbach. Nur mit dieser Selbsterkenntnis kommen wir alle weiter. Jedes Parteimitglied soll sich es fragen, wo war und bin ich selber Drostenwieler und Lauterbach? Vielleicht innerhalb meiner eigenen Sparte und wo bin ich sozusagen Lobbyist wider Willen auch vieler, nicht nur meiner eigenen Sparte, sondern auch ganz vieler anderer Sparten. Wo sind wir alle durchmanipuliert durch diese ganze ständige, ununterbrochene Gehirnwäsche der letzten 400.000 Jahre, all dieser vorteilbringenden Irrtümer, die uns alle eine Unwahrheit nach der anderen in die Köpfe hineingeprügelt haben. Ja, das ist entscheidend, ja. Ja, so viel zu dieser heutigen Vorlesung, die zugleich immer auch eine wissenschaftliche Tagesschau heute ist. Der Rechner scheint bisher zu funktionieren. Bin mal gespannt, ob er es noch weiter tut. Tschüssi, bis bald.